Park kennenzulernen. Und da ist das natürlich hier sozusagen unser Highlight in der ganzen Region. Der Geopark umfasst vom Gebiet her 3.700 Quadratkilometer. Ich weiß nicht, wie groß der RP Kassel im Bereich ist, aber es geht sich wahrscheinlich viel aus dem Wege. Und ja, es sind 46 Gemeinden mit dabei in zwei Ländern, also Hessen und Nordrhein-Westfalen übergreifend. 5 Landkreise sind berührt, Waldeck-Frankenberg komplett, aber ansonsten Schwalm-Eder noch, Marburg-Biedenkopf, Landkreis Kassel und eben der Hochsauerlandkreis. Ne? Und wir haben das untergliedert dann in 10 naturräumliche und geologische Regionen, die letztendlich alle so ihre Besonderheiten haben und sowohl, wie gesagt, geologisch oder auch naturräumlich. Der Geopark als solches hat keine eigene Rechtsfähigkeit, sondern ist als Projekt 2006 politisch sozusagen entwickelt worden und eben organisatorisch als Sachgebiet jetzt vom Fachdienst Umwelt- und Klimaschutz angeordnet. Wir haben eine sehr bescheidene Mittelausstattung, sage ich jetzt mal, vom Grundkonsens her. Wird jetzt besser. Ja, wird jetzt besser. Also wir haben Sachkosten. Sachkosten in Höhe von 40.000 Euro und anderthalb Planstellen. Und die Leitungsstelle ist im Moment vakant, wird aber zum 1.8. nachbesetzt. Und das heißt, daraus können wir auch die Finanzierung letztendlich nicht sicherstellen, aber da sage ich gleich noch was dazu. Weiter zurückgeht, kommt man ins Erdmittelalter, das ist das Zeitalter der Dinosaurier. Wir gehen aber noch weiter zurück in der Zeit, ins Erdaltertum und da in die letzte Stufe, das ist die Permzeit. Also vor 250 Millionen Jahren waren wir hier in der Permzeit, im Erdaltertum, also in einer Zeit, wo es noch nicht mal Dinosaurier gab. Also, und da war die Tierwelt eine ganz andere, die Pflanzenwelt war eine ganz andere und vor allem sah unsere Erde damals auch ganz anders aus als heute. Das fängt damit an, dass die Kontinente nicht den Platz einnahmen, wie wir es heute kennen, sondern alle Kontinente waren zum großen Urkontinent Pangea zusammengeschoben und dadurch war eben dieser Ort, also was heute eben Korbach ist, war viel näher an den Äquator herangerückt. Das befand sich damals bei ungefähr 15 Grad nördlicher Breite. Jetzt sind wir ungefähr bei 52 Grad nördlicher Breite. Das hat natürlich Auswirkungen aufs Klima. Es war wesentlich wärmer, es war sehr trocken, es hat seltene Regenfälle gegeben und wenn, dann eher Starkregenereignisse. Das wird nachher auch nochmal wichtig. Zu der damaligen Zeit, man kann sich das heute kaum vorstellen, war diese Region von einem flachen Meer überflutet. Und in dieser Zeit haben sich diese Kalkablagerungen gebildet, vor denen wir jetzt hier stehen. Also wir sehen hier eine 12 Meter hohe Kalksteinwand und die hat sich damals abgelagert, als dieser Bereich hier überflutet war. Das war hier im Uferbereich, also es war flaches Wasser, wenn dann die Sonne drauf schien, ist Wasser verdunstet und entsprechend kam es dann zur chemischen Ausfällung von Kalk, aber auch Tiere mit Kalkgehäuse, die wir eben heute auch noch kennen, Schnecken, Muscheln, Korallen, auch die haben dazu beigetragen, dass wir jetzt diese gewaltigen Kalksteinschichten hier haben. Ja, Regierungspräsident auf Sommertour, schöne Tradition. Im ältesten und größten RP in Hessen. Wie wir gehört haben, so alt, dass die Verwaltungsgrenzen noch gar nicht existiert haben. Aber das ist natürlich schon was ganz Besonderes hier, unser Regierungsbezirk. Ne? Ja, natürlich. Also alleine, wenn man das jetzt geologisch betrachtet, von der Erdgeschichte her, hier am Standort Korbach, mit der Korbacher Spalte, haben wir schon etwas ganz Besonderes. Es ist ein Relikt. Beziehungsweise Funde sind dort gemacht worden aus einer Zeit vor den Dinosauriern, aus der sogenannten Permzeit, 250 Millionen Jahre her. Und hier haben wir etwas Besonderes gefunden, beziehungsweise nicht wir, sondern ist gefunden worden, nämlich ein Zwischenglied zwischen den Reptilien und den sich später entwickelten Säugetieren. Ein ganz besonderer Fund. Diesen Fund gibt es insgesamt nur 4-mal auf der gesamten Welt. Und einer davon ist hier in Korbach. Also ich denke, etwas ganz
ganz, ganz Besonderes. Und weiter, wir haben vulkanische Gegebenheiten, wir haben riesige Salzlagerstätten in diesem Regierungsbezirk. Eigentlich alles, was die Erdgeschichte so hergibt, verwaltet der Regierungspräsident. Ja, finden wir bei uns alles. Ja. Wie du schon richtig gesagt hast, wir haben die großen Kali-Lagerstätten im Osthessischen. Wir haben auch besondere im Bereich, sag ich mal, der Rohstoffgewinnung im Kiesbereich sind wir besonders gut. Früher haben wir Braunkohle abgebaut. Ich brauche in Korbach niemandem erzählen, wie es um Edelmetalle ausgesehen hat. Und natürlich auch, wir haben mit dem Burgwald eine ganz besondere geologische Formation, die so eigentlich gar nicht in die Umgebung passt, die ganz anders ist als die Mittelgebirge, ob Rothaargebirge oder aber das Upland oder andere Bereiche. Von daher sind wir wirklich erdgeschichtlich gesehen hier sehr, sehr breit aufgestellt. Ja, mit Basalt, also im Prinzip alles da. Ja, ja. Da macht die Sommerreise auch ein bisschen Spaß. Da macht viel Spaß, ja. Ja. Das macht sehr viel Spaß. Ich war vor 2 Wochen war ich auf dem Hohen Meißner, der geologisch auch besonders spannend ist. Auch dort gibt es Zechstein, so wie hier aus der Permzeit. Aber auch die ganzen anderen weiteren Entwicklungen, die dort stattgefunden haben, auch über Tagebau und Abbau von Rohstoffen. Also wirklich sehr spannend.